liebe Freunde des elektrischen On- und Offroad-Zweirads. Ihr habt es schon im Vorspann gesehen. Wir haben hier einen Top TC500 an einer L1EX Lightbeam montiert. Dazu muss ich euch vorneweg sagen, dass ihr bitte, wenn ihr den Controller tauscht, wissen müsst, dass die Bikes die Straßenzulassung verlieren. Es geht nicht nur darum, dass sie zudem noch die Garantie verlieren. Viel wichtiger ist die Straßenzulassung. Nicht nur, dass es Ärger mit unseren grünen Freunden gibt, sondern es kann auch unglaublich Dampf von der Versicherung geben, sollte da was passieren und die ganze Geschichte rauskommen. Nun gut, wenn ihr es aber doch getan habt und nur noch Offroads zu fahren gedenkt, dann läuft die ganze Geschichte folgendermaßen ab. Und zwar, habt ihr schon gesehen, die Torp-App öffnen, anschließend das Bluetooth scannen, unseren Controller anwählen und dann als allererstes, wenn wir eine Verbindung haben, den Hallsensor kalibrieren. Das auch einfach nur in der App anwählen. Da müsst ihr dazu ein Bluetooth-Passwort eingeben. Das findet ihr vorne auf einem Bepper am Controller. Das ist in unserem Fall Map, 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 Map. Okidoki. Natürlich, das Hinterrad sollte ein bisschen vom Boden entfernt sein, dass es sich bewegen kann. Die ganze Geschichte ist relativ unspektakulär. Ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorn. Und geputzt ist der Fisch. Noch kurz mal safe. Gut, jetzt sollen wir noch mal kurz darauf achten, ob unser Vorderrad vorwärts oder rückwärts, unser Hinterrad vorwärts oder rückwärts läuft. Machen wir doch glatt. Läuft so, dass wir vorwärts kommen. Alles gut. Dann als nächster Schritt gehen wir in die Einstellung und kalibrieren kurz unseren Gasgriff. Auch total easy. Calibrate Throttle. Einmal drehen bis volle Pulle. Wieder loslassen. Safe und erledigt. Jetzt sind wir schon da, wo wir eh hin wollen. Im Sport Mode. Der ist aktuell auch als, wie sagt man, hier noch anwählbar am Button quasi. Sport und Echo. Sport sollte sie aktuell 5,2 kW haben, 250 Ampere Motor Current und 90 Ampere Battery Current. Das ist quasi der entsperrten Zoran Lightbeam. Das sieht soweit gut aus. Schauen wir mal, was im Echo Mode so passiert. Ihr seht selber, der Eco-Mode entspricht der straßenzugelassenen L1E Lightbeam. Das heißt, so sind wir in einem straßenzulassungsfähigen Geschwindigkeitsbereich. Hier sind wir raus. Wenn wir jetzt aber nur im Eco-Mode fahren wollen und uns da vorne der Knopf irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, was machen wir denn dann? Hier haben wir schön einen Eco-Mode. Jetzt gehen wir zurück in die Einstellungen, fahren runter zum Mod-Button und legen zur Einstellung das Torp-Display fest. Das heißt, wir befinden uns konstant im Echo-Mode. Ihr könnt quasi mit dem Button vorn nichts mehr anfangen. Gut, so viel zum Echo Mode. Kommen wir zum interessanten Teil. Sport Mode. Volle Pulle. Was geht? Motor Current 500 Ampere. Battery Current 120 Ampere.
Da hat Torb nochmal einen kleinen Streich gespielt, und zwar den BMS, und hat es mit 30 Ampere übertaktet. Das gibt uns 6,9 kW über die Stockbatterie, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Also eigentlich wirklich Unsinn, da nochmal einen Batterie-Bypass zu machen und zu riskieren, dass man die Batterie kaputt macht. Das sollte so von der Leistung her auch ganz gut ausreichen. Ja, so viel dazu. Nochmal eine ganz, ganz super interessante Funktion. Und zwar finden wir die hier bei der Batterie. Ihr habt eine Batterie-Info. Da könnt ihr komplett auslesen, was das gute Stück bisher so mitgemacht hat. Seht es hier, auch Status der Gesundheit 100%. Wir haben nagelneue Batterie hier, noch keine Ladezyklen hinterlegt, auch noch nichts im Error-Code. Die ist soweit jungfräulich gesund. Das ist für die Zukunft, glaube ich, für jedermann relativ geil, wenn mal eine Batterie verkauft wird. Kann man da wirklich schön auslesen, was denn das gute Stück schon so mitgemacht hat in seiner Laufbahn. Ja, so viel erstmal fürs Erste. Gibt noch mal einen Haufen anderes Zeug, was man da so entdecken kann. Aber ich denke, das war erstmal das Wichtigste. Für heute sind wir raus. Bis die Tage. We're gonna rock and we let it pop.